So, hallo Leute, da ist der Lanze hier mit dem Videotutorial, denn mich erreichen immer wieder mal E-Mails oder private Nachrichten und Leute fragen, wie kann man im Forum denn dieses und jenes machen, teilweise sogar die einfachsten Fragen für, wie schreibe ich einen neuen Beitrag etc. Ich mache einfach eins, bevor ich jedes Mal schreibe, mache ich heute hier ein Videotutorial und versuche mal so der Reihe nach alles Mögliche hier zu zeigen, was wie funktioniert, wie was bedient wird. Los geht's erstmal. Wir sind hier, wie ihr seht, auf der Startseite und so sieht halt erstmal das Forum aus, ohne dass man hier angemeldet ist. Zu erwähnen wäre erstmal, solange man hier nicht registriert und eingeloggt ist, hat man nicht Zugriff auf sämtliche Foren. Das seht ihr hier schon, da sind einige ausgeblendet, wie die Laberecke etc., also was Leuten mehr oder weniger nichts angeht. Und auch, man kann zwar in die einzelnen Rubriken reingehen, seht ihr hier, aber man hat keinen Zugriff, weil das geht nur, wenn man selber registriert und eingeloggt ist. Die einzigen Foren, auf die man hier Zugriff hat als nicht eingeloggter User, ist Test- und Erfahrungsberichte. Das heißt, hier kann man also wirklich auch die Test- und Erfahrungsberichte lesen, auch wenn man kein Mitglied ist im Forum. Und ganz unten noch die private An- und Verkaufsbörse und auch der gewerbliche Anzeigemarkt. Das Forum betreibe ich ja privat und aus dem Grund habe ich gedacht, wir lassen einfach alles andere dicht. Wer hier mit teilnehmen will, wer was lesen will, der soll sich registrieren und der kann sich dann hier auch einloggen. Wichtig erstmal noch zu wissen, wer sich hier registriert als User, immer dran denken, in dem Forum hier bei mir geht es ordentlich zu. Das heißt, hier wird niemand runtergemacht, hier wird niemand beleidigt, hier geht man miteinander so um, wie ob man sich gegenüber sitzt. Da würde man auch nicht sich gegenseitig irgendwie runtermachen, das muss nicht sein. Wer sich dahingehend nicht benehmen kann, der kriegt die gelbe Karte und wenn er es übertreibt, dann wird er mal kurz gesperrt, 1, 2, 3 Monate, wie erst vor kurzem ein User. Und wer überhaupt ständig nur irgendwo hier Stimmung macht, Bashing betreibt oder sonst was, der ist schneller wieder draußen, als er drin gewesen ist. Also ich erwarte von jedem, der sich hier registriert, einen vernünftigen Umgang mit jedem User, denn wir sind alle Musiker, haben alle die gleichen Interessen und wir können auch sicherlich alle miteinander gut umgehen. So, wie gesagt, Startseite vom Forum seht ihr hier. Wenn ihr dann registriert seid, ich meine, hier muss ich nichts dazu sagen, man geht auf Registrieren, wenn man noch kein Mitglied ist als solches und dann der ganze Ablauf, der hier steht, wir lassen das jetzt mal weg, ich bin ja schon registriert. Folgendes, geht los. Ich logge mich als allererstes mal ein. Wichtig hier für die Leute, immer dran denken, wirklich das Häkchen gesetzt lassen, eingeloggt bleiben. Hier euren Nickname und Passwort eingeben und einfach anmelden. Und schon seid ihr drin und jetzt seht ihr auch hier, jetzt ist auch Zugriff auf alle anderen Foren, also sprich auch wie die Laberecke und so weiter, kompletter Zugriff. Fangen wir mal mit den einfachsten Dingen an. Das heißt, wenn ihr registriert seid, habt ihr euer eigenes Profil. Das wird hier oben angezeigt. Und innerhalb von dem Profil gibt es nun alles, was ihr hier eintragen könnt. Eure ganzen Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Wir gehen jetzt mal hier auf die Einstellung zum Beispiel. Und hier an der Seite seht ihr dann, was alles eingetragen werden kann. Da sage ich jetzt nichts weiter dazu. Das könnt ihr alles so anhaken, wie ihr es gerne hättet. Schön wäre natürlich, wenn ihr unter anderem, ich gehe nochmal hier drauf, wenn ihr unter anderem eventuell von euch ein kleines Avatarbildchen mit reinmacht. Sieht einfach immer schöner aus. Das heißt, ihr klickt dann auf euren Avatar, sucht auf eurem Rechner die Datei, die Bilddatei, die ihr nehmen wollt. Die sollte so in etwa 400x400 Pixel sein, steht ja auch hier unten. Und dann könnt ihr, wie gesagt, dieses Profilbild von euch in euren Account mit reinmachen. Zu den einzelnen Einstellungen sage ich jetzt erstmal nichts weiter. Wie gesagt, da könnt ihr euch selber durchgucken. Das dürfte nun überhaupt nicht das Problem als solches sein. Fangen wir mal mit dem Forum als solches an, wie es sich überhaupt darstellt. Wenn ihr oben auf dieses Logo klickt, dann landet ihr immer wieder auf der Startseite oder eben hier drüben. Hier könnt ihr dann auch anklicken und könnt zum Beispiel später dann mal die Foren als gelesen markieren und so weiter. Es gibt verschiedene Styles, das heißt insgesamt bei uns im Forum sind es 4. Davon sind der Autumn und der Carbon Style. Die beinhalten dann auf der Webseite auch alle Features, während die anderen beiden einfachen Styles nicht alle Features, die das Forum hier so hat auf der Startseite. Unter anderem, wie gesagt, ist dann in den beiden anderen Styles, ich gehe mal hier unten auf die Style-Auswahl, in dem Sysadmin Style und Shades of Blue. Wenn ihr die Styles auswählt, dann gibt es hier unten diesen Mega-Footer nicht. Und in dem Mega-Footer habe ich jetzt mal verschiedene Links.
zu Leuten reingemacht, die ich gut kenne, wie das Forum vom Holger oder von der Heidrun, die Webseite vom Peter, der ja viel anbietet für Tyros und Genos, also sprich für Yamaha-Keyboards. Hier drüben ist alles Mögliche zum Frank Steinbrecher und hier sind dann noch ein paar Links zu anderen hilfreichen Seiten, unter anderem der Alois Müller, den kennen ja viele von euch, der hervorragende Videos macht für Genos, für Korg, für Yamaha halt. Oder hier von Peter Krischker, Easy Sounds, wo man jede Menge Sounds für Yamaha erwerben kann, also sprich für die Tyroser oder für die Genos SX-Serie und so weiter und so weiter. Und natürlich auch hier noch die Keyboard-Akademie mit zu erwähnen, die ja auch unter anderem viel Software anbietet für Yamaha-Keys. Wichtig, wenn ihr euren Style dann aussuchen wollt, dann einfach, nachdem ihr auf der Startseite seid, geht hier unten auf diesen kleinen Button hier. Carbon ist bei mir ausgewählt, drückt da drauf und hier könnt ihr jetzt die verschiedenen Styles auswählen. Ich nehme jetzt mal bloß mal den anderen, den Autumn-Style. Der ist halt ein bisschen heller gestaltet und hier habt ihr dann auch die Möglichkeit, in dem Style selber, ihr seht, da wandert alles nachher drüben, in dem Style selber euch noch ein paar Anpassungen vorzunehmen. Ihr geht einfach, wenn ihr an dem Style noch was anpassen wollt, sei es die Farbe oder das Hintergrundbild, dann klickt ihr einfach hier oben drauf und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gern, sagen wir mal, diesen saisonalen Stil und dieses Hintergrundbild, die Hintergrundbilder hier, die saisonal sind, die kommen von der Heidrun, Heidrun Dolde, die hier öfters mal was aktualisiert und an den Styles sehr viel mit geändert hat, dass das heute alles viel schöner aussieht. Und wenn ihr eure Auswahl getroffen habt, könnt ihr hier noch verschiedene Features anpinnen oder eben ein- oder ausschalten. Das heißt, ihr könnt auch die Seitenleiste, die hier drüben ist, die könnt ihr nach der anderen Seite verschieben. Und wenn ihr fertig seid, dann einfach speichern und dann sieht das Forum von euch zum Beispiel halt so aus. Ich gehe mal wieder hier runter. Ich will mal wieder meinen beliebten Style. Das ist nämlich der Carbon. Den mag ich irgendwie und so sieht halt dann mein Style aus. In dem Moment ist alles hier auf die andere Seite gewandert, das Login etc. Und auch hier kann ich natürlich jederzeit Änderungen an meinem Style-Aussehen vornehmen. Das heißt, wenn mir die Türkis nicht gefällt, dann machen Blau, Rot, wie auch immer, ist euch überlassen. Und die Hintergrundbilder, die könnt ihr auch selber auswählen. Wenn ihr fertig seid, einfach noch speichern und dann schaut's so aus. Wie gesagt, insgesamt 4 Styles gibt's. Und die beiden anderen, die sind sehr einfach gehalten, aber das ist euch überlassen, was ihr dann letztendlich macht. Im Forum selber gibt es unter anderem die sogenannten Ressourcen. Ressourcen sind quasi Downloads, das heißt, wir haben hier einen eigenen kleinen Download-Bereich, den hatten wir schon früher in unserer alten Foren-Software, V-Bulletin, jetzt läuft das Ganze ja mit Xenforo und hier könnt ihr im Prinzip, wenn ihr draufklickt, verschiedene Sachen für euer Keyboard downloaden. Am meisten Downloads gibt es natürlich für die Technics-Keyboards hier drüben und das ist dann auch nochmal unterteilt nach den verschiedenen Keyboards von Technics. Angenommen, ihr wollt für die KN7000 was runterladen, dann klickt ihr auf die 7000 und dann gibt es hier jede Menge Styles, jede Menge nützliche Software oder was auch immer. Viele, viele Styles, die hier im Prinzip kostenlos zum Download angeboten werden für die Technics Keyboards, die stammen vom Lanze. Das heißt, ich habe ja früher selber jede Menge Styles für bestimmte Songs programmiert und das könnt ihr euch alles kostenlos runterladen. Ich gehe mal wieder auf die Startseite. Im Profil, wie gesagt, hatte ich euch nun alles gesagt. Dort könnt ihr dann halt eure eigenen, eure verschiedenen Einstellungen vornehmen. Und wenn ihr das Forum verlassen wollt, dann einfach hier auf Abmelden gehen und dann ist es ready. Zu den einzelnen Punkten hier weiter. Aktuell ist es klar, dort werden halt die letzten Tweets oder Posts dann hier aufgelistet. Ressourcen habe ich gesagt und Mitglieder kann man hier im Prinzip nach Mitgliedern auch suchen. Wenn man ganz Bestimmtes finden will, dann gibt man den Nickname ein und dann wird er entsprechend angezeigt. Ich mache es einfach mal mit mir selber. Ich gebe einfach mal einen Musiker. Und wie ihr seht, wird alles, was mit Musiker anfängt, hier auch gleich aufgelistet. Und da kann ich jetzt draufklicken und dann würde ich halt den Musiker Lanze finden. So, gehe ich mal wieder raus. Ansonsten hier an der Seite seht ihr selber, hier sieht man die aktiven Teammitglieder. Das sind die Leute, die mir auch hier unter die Arme greifen. Dann seht ihr, wer hier momentan aktiv von den Besuchern ist. Wollt ihr mit jemandem bestimmten Kontakt aufnehmen, geht einfach drauf. Oder wenn ihr sehen wollt, wer das ist, wenn ihr hier so drauf geht mit der Maustaste, dann wird es Avatar angezeigt, das Profil von demjenigen, wie viele Beiträge er geschrieben hat, etc. etc. Ich weiß, ich rede ziemlich schnell, will ich gleich mal am Rande erwähnen, aber alle Leute, die mich kennen,
Die wissen, wenn der Lanse einmal loslabert, dann wird's heftig. Aber das kann ich nicht ändern. Ich will ja möglichst viel reinpacken. Hier, wie gesagt, die neuesten Beiträge an der Seite oder die neuesten Ressourcen, Downloads, die hochgeladen wurden und die Statistik vom Forum. Wollt ihr das Forum zum Beispiel mit Facebook, auf Facebook, WhatsApp oder sonst wo teilen, dann einfach hier unten draufklicken. Und dann, wie gesagt, könnt ihr das teilen. Hier oben die Links, die führen zum Lanse. Das heißt einmal zu meinem YouTube-Channel und einmal zu meinem Facebook-Account. Das ist das Prinzipielle erstmal jetzt hier zur Startseite als solches. Das nächste wäre, wenn etwas Neues geschrieben wurde in irgendeinem Thread, wo ihr selber schon teilgenommen habt, dann kriegt ihr das hier oben angezeigt. Und wenn ihr draufklickt, dann seht ihr, wo irgendwo was Neues geschrieben wurde. Je nachdem, wie viel das ist, erscheinen dann hier natürlich entsprechende Hinweise. Und wenn überhaupt in irgendeine der vorne Rubriken was geschrieben wurde, dann seht ihr hier, dann wird das farbig anders markiert. So habt ihr immer eine Übersicht, wo gibt's was Neues. Solltet ihr speziell im Forum nach irgendwas suchen, dann hier oben auf die Suche gehen. Dort tragt ihr einfach ein, was ihr sucht, was ihr finden wollt. Sei es etwas zur KN7000. Ich mache es einfach mal KN7000. Die Suche und sage jetzt mal zum Beispiel nur Titel durchsuchen oder wem auch immer. So, und dann sage ich jetzt mal Suche. Und dann kriegt ihr hier alles aufgelistet, wo irgendwo was mit KN7000 drin ist. Gepostet, geschrieben wurde und so weiter. Sage ich auch nichts weiter dazu. Ihr habt ja hier auch die Möglichkeit, mit jemandem innerhalb vom Forum Kontakt aufzunehmen, also in Form einer privaten Nachricht. Das macht ihr einfach ganz einfach. Angenommen, ihr wollt irgendjemand was schreiben, dann ist es möglich, entweder über die Mitgliedersuche das betreffende Mitglied zu finden, oder aber angenommen, ihr lest irgendwo in irgendeinem der Threads, die geschrieben wurden, und wollt mit einem User, der da drin was geschrieben hat, Kontakt aufnehmen. Angenommen jetzt mal, ihr wollt hier mit diesem User. Dann klickt ihr einfach hier kurz oder haltet die Maus drüber und sagt Unterhaltung beginnen. Und dann gebt ihr hier oben einen Titel ein, wie auch immer ihr das nennen wollt. Schreibt euren Text und dann Unterhaltung beginnen. Wenn derjenige euch dann geantwortet hat, das seht ihr hier oben, dann ist dieser kleine Briefumschlag, der im Posteingang sozusagen steht, dann oben eine entsprechende Zahl, je nachdem, wie viele Nachrichten ihr habt. So, ich muss auf meinen Zettel gucken, dass wir nichts vergessen haben. Wichtig natürlich auch für neue User, es gibt ja auch bei uns hier Benimmregeln, das heißt, den findet man hier unten in den Hilfe und Impressum. Da stehen auch die Nutzungsbedingungen und die Forenregeln. Also es wäre nett, wenn er die ab und zu mal durchlässt, dass er zumindest wisst, wie man sich hier eigentlich verhalten sollte, was verboten ist oder was ich überhaupt nicht gerne sehe. So, wieder auf meinen Zettel geguckt. Und zwar, gut, machen wir weiter. Also es dürfte alles klar sein, erstmal das Prinzipielle, was zum Forum zu sagen wäre als solches. Die hauptsächliche Frage, die mich immer wieder, die man mir immer wieder stellt und mich fragt, und leider gibt es hier in dem Forum keine richtige Hilfe dazu, wo beschrieben wird, wie man das Forum bedient. Die wichtigste Frage von vielen ist, wie kann ich hier selber ein neues Thema erstellen? Seid auf der Startseite, seht ihr hier drüben, neues Thema erstellen. Das heißt, ihr könnt das hier nutzen. Müsstet jetzt nur noch die entsprechende Forenrubrik aussuchen, zu der ihr irgendeine Frage habt oder irgendwas fragen wollt. Angenommen jetzt mal, ihr wollt hier zum, sagen wir mal, zum Genus irgendwas fragen. Wichtig, gebt eurer Frage, sprich eurem Thementitel, eine aussagekräftige Antwort. Wenn da jemand reinschreibt, Genus, und nichts weiter in dem Thementitel, dann kann das natürlich alles Mögliche sein. Also wäre es sehr, sehr sinnvoll, wenn ihr hier wirklich einen aussagekräftigen Thementitel eingibt. Und dann hier unten, seht ihr schon, das ist das Eingabefeld. Hier könnt ihr halt jetzt nach Belieben losschreiben. Es gibt dann natürlich hier oben diesen Editor, diese BB-Codes nennen die sich. Euch die jetzt im Einzelnen zu erklären, wäre mühselig. Ich öffne einfach mal hier ein zweites Fenster. Und zwar diese BB-Codes, was die bewirken, steht hier unten unter Hilfe und Impressum. Und da steht hier BB-Codes. Und hier wird beschrieben, was welcher BB-Code dort oben letztendlich aus eurem Geschriebenen macht, ob es farbig markiert wird, größer, kleiner, wie auch immer, wie Links eingefügt werden und so weiter und so weiter. Das heißt, es wäre für die, die gar nichts damit anfangen können, sinnvoll, dieses erstmal zu lesen. Angenommen jetzt auch mal, ihr wollt irgendeinen YouTube-Link posten, sprich irgendein schönes Video, was ihr entdeckt habt. Ich gehe jetzt einfach mal zu YouTube und bin mal so unverschämt und nehme mal ein Video von mir, nämlich gleich das letzte. Dann seid ihr hier bei YouTube, macht ihr nichts weiter als, ihr geht auf Teilen oder ihr nehmt hier oben den Link, ich mache es immer mit Teilen, sagt dann anschließend kopieren.
schließe das jetzt mal wieder. Und dann, wenn ihr jetzt hier nur diesen Link einfügt, wird automatisch, ich gehe mal in die Vorschau, wird automatisch dieser Link, ups, ich habe keinen Thementitel, ja, ist klar, muss ich natürlich erstmal irgendwas schreiben, sonst geht das nicht. Dann wird dieser Link letztendlich umgewandelt, sodass das Video direkt dann in eurem Post gleich dargestellt wird. Und man kann von hier aus natürlich das Video starten oder man kann direkt zu YouTube wechseln, wenn man hier drauf geht. Ich halte das mal wieder an. So, ich gehe mal wieder etwas weiter runter, was auch möglich ist und Sinn macht. Wenn ihr jetzt angenommen irgendeinen schönen Link habt, ich nehme jetzt mal hier dem Holger sein Forum und markiere das mal, den Link auf dem Holger sein Forum, sage jetzt mal kopieren, und ihr wollt hier einen Link einfügen, dann geht ihr eigentlich zum, oder einfach nur hier oben auf Link einfügen, fügt jetzt hier diesen Link ein, schreibt hier unten, wenn ihr wollt, einen Text, also zum Beispiel, guckst du hier. So, und jetzt steht das hier schon drin. Jetzt könnt ihr das noch ein bisschen hervorheben, indem ihr es fett macht, indem ihr die Schriftgröße noch ändert und so weiter und so weiter. Und da wird dann in der Vorschau, ich gehe jetzt mal wieder auf die Vorschau, letztendlich führt der Link, der hier gepostet wurde, wenn man draufklickt, direkt dorthin, wo man den Link eingetragen hat. Ich muss wieder gucken in meinen Zettel, damit ich nichts vergesse. Wie gesagt, es gibt ja die Vorschau. Das heißt, bevor ihr irgendwas abschickt, bedient ihr hier die Vorschau. Ihr könnt dann auch hier noch anhängen, ob ihr das Thema beobachten wollt. Sprich, sobald ihr jemand was schreibt, könnt ihr euch per Mail benachrichtigen lassen. Und offen bedeutet, dass natürlich jeder auf dieses Thema antworten kann. Ja, wie gesagt, dann, wenn hier was Neues von jemandem geschrieben wurde, dann kriegt ihr hier dahingehend eine Benachrichtigung. Ich muss noch mal gucken, damit ich nicht vergesse. Na gut, da kommen wir dann später dazu. Also wie gesagt, ich sage jetzt hier nichts weiter dazu. Beschäftigt euch einfach selber mal da mit den ganzen BB-Codes hier und so weiter. Und versucht halt, eine vernünftige Rechtschreibung auch reinzubringen. Am besten ist, dass man schreibt erstmal, wenn man einen längeren Text verfasst, das Ganze vielleicht in eine Word- oder Textdatei, macht eine Rechtschreibprüfung, kopiert es alles und fügt es einfach kopiert hier ein. Und anschließend kann man das Ganze dann mit den verschiedenen Codes hier noch etwas formatieren. Und ist man fertig, dann sagt man einfach hier unten, das fragen auch immer viele, wie kann ich denn das Thema dann erstellen? Da steht ja hier unten ganz groß, neues Thema erstellen. Und dann wird in der betreffenden Rubrik, für das ihr das festgelegt habt, das Thema erstellt. Ich gehe mal wieder zurück. Wenn ihr hier gelesen habt und findet irgendwo ein Thema, was euch interessiert und wo ihr vielleicht auch was dazu schreiben wollt, ich gehe einfach mal hier drauf. Dann könnt ihr hier unter anderem, wenn das Thema euch sehr interessiert, dann könnt ihr hier ein Häkchen setzen und sagen, beobachten. Das heißt, wenn ihr es in eurem Profil entsprechend markiert habt oder angegeben habt, dann kriegt ihr ja auch eine Benachrichtigung per E-Mail, dass hier wieder was Neues geschrieben wurde. Und ihr könnt natürlich auch, wenn euch irgendein Post von jemandem besonders gut gefällt, demjenigen einen Like geben, sprich also, dass ihr diesen Beitrag mögt. Wenn ihr jetzt selber hier was antworten wollt, dann müsst ihr runterscrollen bis zum Themenende. Sollte dieses Thema länger sein, dann ist hier unten noch eine Zahl. Das heißt, dann könnt ihr auf die nächsten Einträge gucken, auf die nächsten Posts. Wenn ihr aber hier was antworten wollt, dann könnt ihr hier unten einfach jetzt sofort eure Antwort schreiben und anschließend einfach sagen, antworten, und dann wird im Prinzip euer Geschriebenes in diesem Thema mit reingebracht, sprich als Antwort. Ich muss wieder immer auf meinen Zettel gucken. So, Likes habe ich geschrieben. Ach so, eine ganz, ganz wichtige Sache. Gerade in letzter Zeit oder überhaupt gibt es hier eine kleine Unart von einigen Usern. Es geht hier, wenn man jetzt zum Beispiel hier drauf auf diesen Post antworten möchte, dann nutzen viele und sagen einfach zitieren, weil sie aus dem Text oder zu dem Text oder zu dem Post halt irgendwas auch dazu sagen wollen, in Bezug nehmend auf diesen Post, dann sagen sie zitieren. Geht man hier auf zitieren, wird natürlich das komplette Zitat eingefügt. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn zum Beispiel ein Text unheimlich lang ist und man weiß ja nicht, worauf bezieht das Ganze sich jetzt, und das macht es auch noch unübersichtlich. Von daher wäre das, wenn ihr diese Funktion so nutzt, sinnvoll. Ihr löscht einfach in dem Zitat, was hier unten in euer Antwortfeld reinkommt, alles das raus, was ihr im Prinzip, auf was eure Antwort sich nicht bezieht, und schreibt dann hier unten drunter euren eigenen Text. Noch einfacher geht es allerdings, wenn ihr einfach irgendeinen bestimmten Post habt und ihr wollt jetzt was ganz Bestimmtes zu diesem Post oder wollt euch auf so einen Post beziehen und als Zitat, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Ihr geht einfach mit der Maustaste drüber und markiert das Ganze, und dann seht ihr hier unten erscheint dieser kleine Button Zitieren.
Und dann wird automatisch das, was ihr gerade jetzt zitieren wollt, ich muss natürlich hier das Ganze nochmal rausmachen, hier ist noch das von vorhin drin, was ich einfach nehmen wollte. Und meine Antwort, so. Dann wird automatisch das, was ihr markiert habt, hier als Zitat eingefügt. Und jetzt könnt ihr hier dazu schreiben. Sind in dem Post oder in anderen Posts, die geschrieben wurden, auch noch Dinge, auf die ihr auch mit einem Zitat reagieren wollt, dann einfach in den nächsten Post gehen und dort oder eben auch im gleichen, wenn dort ein langer Text ist und ihr wollt euch auf mehrere Dinge dort beziehen und immer darauf antworten, entweder in dem gleichen wieder markieren oder wenn es ein Post ist, auf den ihr auch antworten wollt von jemand anders, dann einfach von dem Post auch hier das alles markieren, wieder sagen, zitieren und ihr seht, dann wird das auch hier eingefügt und ihr könnt hier unten euren Text schreiben und wenn ihr noch einen dritten oder vierten oder wie viel auch immer habt, dann einfach dort auch wieder und immer wieder zitieren und so könnt ihr nach und nach wirklich gezielt auf jedes Zitat eure Antwort geben. Wenn es mehrere Zitate sind, dann gibt es halt mehrere Antworten. Also bitte unterlasst die Unart, immer hier zitieren und dann den kompletten Text zu zitieren. Das macht nicht viel Sinn und macht das Ganze nur unübersichtlich. So, Zitat habe ich, wie gesagt, jetzt gemacht. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, angenommen jetzt mal, ihr wollt selber eine Umfrage erstellen zu irgendeinem Thema, wir haben gerade heute wieder eine gemacht, dann gibt es dafür extra die Forenrubrik, in die gehe ich jetzt einfach mal. Entschuldigung, es war die Lava-Ecke, ich muss natürlich in die Umfragen gehen. Ihr wollt irgendwie eine Umfrage mit verschiedenen Antworten letztendlich geben. Ihr seht es ja hier ist eine Umfrage, die hat der Lutz gerade heute gemacht. Das heißt, da könnt ihr dann verschiedene Antworten aussuchen. Jeder kann dann entsprechend auf die Umfrage seine Stimme abgeben. Wollt ihr jetzt selber eine Umfrage erstellen, geht ihr einfach in der Rubrik Umfragen auf neues Thema erstellen. Gebt der Sache erstmal wieder einen aussagekräftigen Titel. Schreibt eventuell hier noch zu der Umfrage selber was bei. Und geht ein Stückchen weiter runter. Da steht hier unten eine Umfrage erstellen. Da klickt ihr drauf. Und jetzt geht's los. Jetzt könnt ihr hier verschiedene Fragen stellen, also sprich, wo jemand darauf antworten kann. Ich sage zum Beispiel mal, das wäre die erste Frage mit einer Antwortmöglichkeit. Eingabetaste. Ups, ich habe wieder keinen Titel richtig eingegeben. So, ich muss nochmal. Frage. So, das wäre jetzt die Frage, also sprich eure Umfrage selber, wie auch immer die sich nennt. Und jetzt hier die verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Zum Beispiel, ihr fragt, wer spielt auf einem Technics-Con 7000? Und da wäre jetzt die erste Antwort zum Beispiel, die wäre, ich habe eine. Hier wäre jetzt die nächste Antwortmöglichkeit, ich habe keines. Und so weiter und so weiter. Ihr könnt also verschiedene Antwortmöglichkeiten geben oder machen und da dürfen dann die User darüber abstimmen. Wählbare Antworten ist dann euch überlassen. Ihr könnt auch hier, wie gesagt, verschiedene Sachen ankreuzen. Und wenn ihr wollt, dass die User, die die Antwort in eurer Umfrage gegeben haben, dass man die auch sehen kann, wie die dann mit dem Nickname heißen, dann einfach hier sagen, Stimmen öffentlich anzeigen. Dann kann man innerhalb der Umfrage entsprechend gucken, wer hat denn wo abgestimmt. Man kann diese Umfrage auch nach einer gewissen Zeit schließen oder aber man lässt es einfach weg. Dann wird sie so lange, bis sie beendet wird. Um euch mal zu zeigen, was das mit der Umfrage bedeutet, mit dem öffentlich. Hier seht ihr ja das Ergebnis momentan und wenn ihr jetzt gucken wollt, wer hat hier zum Beispiel für diese Antwort abgestimmt, da klickt ihr einfach drauf und jetzt seht ihr, der Musiker Lanze, der Lutz, der Roxy, der Snoopy und so weiter, wie sie alle heißen, die werden dann hier namentlich sozusagen aufgelistet. Das wäre es jetzt zu den Umfragen. So, ich muss gucken. Ja, es gibt noch ein paar wirklich gute Möglichkeiten auch, beziehungsweise auch für uns oder mich auch wichtige Dinge. Und zwar, ich gehe jetzt mal in diesen Tweet hier rein, zu diesem, was hier alles gefragt wurde, sprich Programm zum Editieren von Playlists. Wie gesagt, hatte ich ja schon geschrieben, ihr könnt das Thema komplett beobachten, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Um euch mal zu zeigen, was hier oben dann so ist, da gibt es hier unter anderem, könntet ihr diesen Post oder diesen Tweet teilen, sei es bei Facebook, WhatsApp oder per E-Mail. Hier könnt ihr dann Lesezeichen setzen und hier diese Raute 21 bedeutet, das ist der 21. Post. Und hier oben seht ihr auch, dass im Prinzip auch weiter vorher schon einiges dazu geschrieben wurde. Da braucht ihr bloß draufklicken.
Weiter unten gibt es dann verschiedene Dinge. Es kann ja mal sein, und da ist das ist hilfreich fürs Forum, wenn ihr irgendwo was lest und seht, mein Lieber Molly, hier hat sich aber jemand ganz schön im Ton vergriffen oder was auch immer ihr feststellt, was so vielleicht nicht in Ordnung ist, worauf ihr mich als Admin oder die anderen hinweisen wollt, dann sagt ihr einfach melden. Dann wird letztendlich, bekomme ich dann eine Anzeige. Ihr guckt dann hier, was ihr letztendlich auch das, wie gesagt, das ist ja nur für mich als Admin. Wie gesagt, also ihr sagt einfach nur melden und dann bekomme ich eine Anzeige, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich gucke mir das an und werde das dann entsprechend bearbeiten. Mache ich mal wieder raus. Wenn ihr selber was geschrieben habt und euch fällt im Nachhinein noch ein, ups, hier habe ich mich vertan oder verschrieben oder was auch immer, dann habt ihr auch die Möglichkeit, diesen Post, den ihr gerade von euch geschrieben habt, zu bearbeiten. Allerdings habt ihr dafür nur, nachdem ihr euren Post abgeschickt habt, 30 Minuten Zeit. Das heißt, nehmt eure Gedanken vorher zusammen und nach 30 Minuten ist es euch selber nicht mehr möglich, diesen Post, den ihr geschrieben habt, zu ändern. Das kann dann letztendlich nur oder können nur die Admins bzw. die Moderatoren. Und zwar gibt es auch noch was Bestimmtes, was man hier gut machen kann. Es kann ja sein, ihr wollt irgendwo in einem Tweet, wo was geschrieben wurde, auf einen bestimmten User irgendeine Antwort geben oder irgendeinen bestimmten User aus dem Forum mehr oder weniger darauf hinweisen, dass ihr sozusagen zu ihm was geschrieben habt, dann ist ganz einfach, ich scroll mal hier nach unten, ihr schreibt hier erstmal euren Text und angenommen jetzt mal, oder ihr wollt im nächsten Text, den ihr schreibt, jetzt diesen bestimmten User erwähnen, dann macht ihr einfach ein Ad-Zeichen und schreibt jetzt dahinter, zum Beispiel, ihr wollt den Musiker Lanze auf was hinweisen. Ups, habe ich mich verschrieben. Nochmal. Musiker. So, ihr seht schon, da taucht wieder alles mit Musiker auf. Und wenn ihr jetzt Musiker Lanze sozusagen auf diesen Post irgendwo einen Hinweis geben wollt, dann klickt jetzt drauf. Hat den Vorteil, dass wenn dann euer Post abgeschickt wurde, dann kann man wie gehabt auf diesen Musiker Lanze draufgehen und dann wird sofort in seinem Profil aufgerufen, beziehungsweise der User, den ihr hier erwähnt habt mit seinem Nickname, der wird letztendlich benachrichtigt, dass er in einem Post erwähnt wurde. Ist auch eine feine Sache, finde ich nicht schlecht. Man kann natürlich auch, das habe ich ganz vergessen, in so einem Post unter anderem natürlich auch ein Bild dazu hochladen, einfügen. Dann geht man einfach hier auf Bild einfügen, klickt hier auf Bild ablegen, sucht sich das betreffende Bild, was man jetzt hier einfügen möchte und das wird dann automatisch in dem Post mit eingefügt. Da würde ich euch aber wirklich darum bitten, bitte keine riesen Bilder von 1920 mal was weiß ich wie viel Pixel, sondern versucht eure Bilder vorher erstmal mit irgendeinem Fotobearbeitungsprogramm auf eurem Rechner zumindest auf so eine Größe von 800 mal 800 Pixel maximal zu bringen und dann hochzuladen, weil diese Riesenbilder, das macht natürlich nicht viel Sinn als solches. So, das können wir da rauslöschen. Das war noch der Hinweis zu diesen Bildern und es gibt auch hier die Möglichkeit, wisst ihr ja, ne, so ein paar Smileys, die sagen manchmal mehr als Worte und hier unten sind noch ein paar animierte GIFs, die ihr natürlich auch in euren Posts zum Beispiel einfügen könnt, was auch immer ihr hier dann machen wollt damit. So, ich gehe mal hier wieder raus, muss auf meinen Text gucken, das habe ich erwähnt. Das habe ich auch erwähnt, das habe ich auch erwähnt, das habe ich eigentlich alles erwähnt. Also wenn ich jetzt hier so gucke, habe ich eigentlich im Wesentlichen alles erwähnt, was zumindest wichtig war. Wie gesagt, wenn ihr dann hier im Forum eingeloggt seid und wollt mal gucken, was wurden hier eigentlich alles neu geschrieben, weil ihr vielleicht irgendwo was verpasst habt, dann geht ihr einfach auf Aktuelles und dann seht ihr ja hier diese markierten Sachen, was dann alles so in letzter Zeit hier geschrieben wurde. Wobei man immer, um dann zu sehen, wenn in der Rubrik was neu geschrieben wurde, in der Forenrubrik, dann wird die, wie gesagt, hier farbig markiert. Und wenn ihr da reingeht, dann seht ihr auch, dass dort, wo was Neues geschrieben wurde, was ihr noch nicht gelesen habt, letztendlich das dann fett markiert wird. Ich muss es mal anders aufrufen, weil das habe ich alles schon gelesen. Hier seht ihr das am Unterschied zur normalen Schrift. Die ist dann quasi, was ihr noch nicht gelesen habt, die ist dann fett. Und wenn ihr hier drauf geht, poppt sogar was auf. Und da wisst ihr zumindest, was ihr noch nicht gelesen habt. Hier muss ich gucken, hier drüben, ja, das sind die üblichen Angaben, wer dann, wie viele Antworten es da mittlerweile gibt und so weiter und so weiter. Da muss ich nicht näher drauf eingehen. So, ich klicke mal wieder auf die Startseite zurück. Guck nochmal ganz schnell auf meinen Zettel, ob ich noch irgendwo was vergessen habe. Die Links habe ich unten erwähnt. Das habe ich alles erwähnt.
Thema erstellen. Antworten habe ich erwähnt, wie der Editor mit dem umgegangen wird, habe ich erwähnt. Die Likes habe ich auch erwähnt. Wie gesagt, wenn ihr halt hier irgendwo von jemandem, der irgendwas geschrieben hat, ihr das besonders gut findet, dann könnt ihr dem jederzeit ein Like geben. Das ist euch dann überlassen. Gucken, Zitat habe ich erwähnt, Umfrage erstellen habe ich erwähnt. Eigentlich habe ich, ja, im Prinzip alles das erwähnt, was zumindest fürs Forum wichtig ist und was man wissen sollte, um zumindest erstmal grundsätzlich hier mit dem Forum umzugehen. Ich hoffe, dass die Hilfe euch zumindest ein bisschen hilfreich ist. Ich weiß, ich habe schnell gesprochen. Ich bin so, alle, die mich kennen, ich bin ein Schnelllaberer und ein lange Laberer. Und ihr könnt froh sein, dass ich heute das Ganze nicht auf meinem Sächsisch mehr oder weniger vorgebracht habe, sondern nur leicht gesächselt habe. Spaß. So, nee, wie gesagt, das war's. Also, ich wünsche allen, wie gesagt, die im Forum anwesend sind, viel, viel Spaß und immer dran denken, geht vernünftig miteinander um, belabert euch nicht, beleidigt euch nicht. Ich habe nichts dagegen, dass auch hier mal ein bisschen heftigere Diskussionen geführt werden, aber die sollten immer oberhalb der Gürtellinie sein. Und wenn es mir irgendwo zu viel wird, dann schließe ich einfach einen Tweet oder ermahne bestimmte Leute. Und wenn welche es absolut übertreiben, dann je nach Vergehen, entweder die kriegen von mir die gelbe Karte oder ich sperre die für ein paar Monate. Und wenn es absolut daneben ist, dann schmeiße ich die Leute raus. Und wenn diese Leute, was in der Vergangenheit ja schon gewesen ist, sich einbilden, sie könnten sich dann einfach unter irgendeiner neuen Anonymität hier registrieren und dann anschließend wieder Stimmung machen, täuscht euch nicht so schnell, wie ihr geschrieben habt, so schnell habe ich es gelöscht und so schnell seid ihr auch wieder draußen. Also benehmt euch vernünftig, wir sind alle Musiker, wir haben alle dasselbe Hobby, wir wollen alle Spaß an der Musik haben und wir wollen uns hier vernünftig austauschen. Und natürlich freue ich mich über jeden, der hier am Forum mehr oder weniger mit teilnimmt. Stellt eure Fragen, Hilfe gibt's immer. Und wichtig auch noch, was ich am Anfang vergessen habe zu erwähnen, ich betreibe das Forum privat. Das heißt, es liegen natürlich auch alle Kosten bei mir. Das heißt, gerade vor kurzem, als wir von V-Bulletin auf die neue Xenforo-Software umgestellt haben, das hat natürlich etliche 100 Euro gekostet und ich musste dann natürlich auch jemanden aus dem Xenforo-Forum, der sich damit auskennt, bemühen, der uns die ganze Forensoftware umgestellt hat. Und das kostet natürlich alles Geld und das teilweise nicht wenig. Und ich kann natürlich nicht die Kohle aus eigener Tasche bezahlen, weil ich habe ja in dem Sinne jetzt nicht irgendwo finanziell Nutzen von dem Forum. Also gibt es ab und an von mir immer mal eine Umfrage, wer eventuell bereit ist, ein bisschen was am Forum zu spenden. Und das haben in der letzten Zeit auch wieder doch etliche getan, sodass die laufenden Kosten, die momentan laufen, Kosten von jährlich momentan ca. 150 Euro für den Server, den ich bezahlen muss bei Strato und für das jährliche Update, was die Forensoftware ja auch kostet, sind die, wie gesagt, die monatlichen Kosten momentan 150 Euro. Allerdings, wenn ich immer wieder mal externe Hilfe von Mike brauche, der, wie gesagt, das Forum schon umgestellt hat, dann kann ich denen das natürlich von ihm nicht auch verlangen, dass er es von sonst macht. Das heißt, es kommen auch hier und da immer mal Kosten zusätzlich dazu, aber wie gesagt, momentan läuft alles. Ich habe momentan auch noch einiges an Finanzmitteln zur Verfügung. Von daher dürfte ich heute und morgen nicht wieder eine neue Spendenaktion machen. Aber wenn es mal wieder so ist, dann melde ich mich schon. Ich wünsche euch allen viel Spaß, wie gesagt, im Forum und immer dran denken, wer sich innerhalb des letzten halben Jahres, und das mache ich alle halben Jahre, lösche ich alle sogenannten User-Leichen. Und User-Leichen sind alle halben Jahre alle, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt vorher bis dahin nicht mehr eingeloggt haben im Forum. Dieses Jahr, wenn ich jetzt Ende Juni lösche, betrifft das alle User, die das letzte Mal im Forum wohlgemerkt eingeloggt und nicht nur besucht, sondern mit ihrem Nickname eingeloggt waren, also die das letzte Mal vor dem 31.12.2019 im Forum eingeloggt waren. Das sind für mich User-Leichen und da gehe ich davon aus, die interessiert das Forum eh nicht mehr und diese werden dann von mir am 30. Juni alle gelöscht und das mache ich alle halben Jahre. Also, wer seinen Account behalten will, wenigstens einmal innerhalb eines halben Jahres richtig mit Nickname und Passwort einloggen, dann seid ihr von der Maßnahme auch nicht betroffen. Das war's. Euch allen ein schönes Wochenende und wir sehen uns im Forum. Bis dann. Ciao, der Lanze.